Kapitel 3 von Das gemeine Kind von Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Was Pavel im Schlosse gewollt, erfuhr niemand, aber die Hartnäckigkeit, mit welcher er jede Auskunft verweigerte, bewies deutlich genug, dass er die schlechtesten Absichten gehabt haben musste. Einbrechen wahrscheinlich oder Feuer anlegen, dem Kerl ist alles zuzutrauen. So sprach die öffentliche Meinung und die mit Elternrechten ausgestattete Gemeinde beschloss, Pavels exemplarische Züchtigung durch den Herrn Lehrer Habrecht in Gegenwart der sämtlichen Schuljugend. Der Lehrer, ein kränklicher, nervöser Mann, verstand sich äußerst ungern zur Ausübung des ihm zugemuteten Strafgerichts. Seine Ansicht war, dass solche vor einem jugendlichen Publikum vorgenommene Exekution demjenigen, an dem sie vollzogen wird, selten nützt und denen, die ihr zusehen, immer schadet. »Dieses Vieh wird durch den Anblick ein noch ärgeres Vieh«, äußerte er, »viel zu derb für einen Pädagogen.« Man hatte, wenn auch nicht ganz überzeugt, seine Einwendung oft gelten lassen. Dieses Mal fruchtete sie nichts. An dem Tage, der zur Bestrafung des nächtlichen Einschleichens bestimmt war, übernahm ihn denn der Lehrer seufzend aus den Händen des Schergen und führte ihn am Schopfe bis zur Tür der Schulstube. Hier blieb er stehen, hob den gesenkten Kopf des Knaben in die Höhe und sagte, »Schau mich an. Was schaust du denn immer auf den Boden, schlechter Bub?« Nicht liebreich waren diese Worte. Und doch, woran lag es denn, dass sie dem Pavel ordentlich wohltaten und dass sogar die Art, in welcher der Herr Lehrer ihn dabei an den Haaren zauste, etwas Vertrauenseinflößendes hatte und wie eine Herzstärkung wirkte? »Fürcht dich, du Bosnickel, du Trotznickel, fürcht dich«, fuhr jener fort, machte schreckliche Augen und schwang mit äußerst bezeichnender Gebärde den dürren Arm in die Luft. Und Pavel, aus dem seit 3 Tagen kein Wort herauszubringen gewesen, der seit 3 Tagen keinem Menschen ins Gesicht geschaut hatte, richtete mit einem Male seinen scheuen Blick blinzelnd auf den Lehrer und sprach mit einem halben Lächeln, »Ich fürcht mich aber doch nicht.« Aus der Schulstube hatte es früher herausgesummt wie aus einem Bienenkorbe. Dann war das Summen in wüsten Lärm übergegangen und jetzt wurde da drinnen gerauft um die besten Plätze zum bevorstehenden Schauspiel. Der Lehrer brummte unwillig vor sich hin und schüttelte Pavel von Neuem. »Wenn du dich schon nicht fürchtest, so schrei. Schrei, was du kannst, rate ich dir«, sagte er, öffnete die Tür und trat ein. Sogleich wurde es still in der Stube. Nur einzelne, unwillkürliche Ausrufe befriedigter Erwartung ließen sich hören. Freundschaftlich rückte man aneinander in den Bänken, die rührendste Eintracht herrschte. Der Lehrer stellte Pavel neben das Katheder und sah sich nach der Route um. Da er sie eine Weile nicht fand oder nicht zu finden schien, rief eine Stimme, »Dort im Fenster steht sie, im Winkel!« Die Stimme kam aus einer der letzten Reihen und gehörte dem Arnost, dem Sohn des Häusers, bei dem Virgil zur Miete wohnte. Pavel ballte die Faust gegen ihn, was zu einem Gemurmel der Entrüstung Anlass gab. Mehr als 100 Augen richteten sich schadenfroh und gehässig auf den braunen, zerlumpten Jungen. In ihm kochte die Galle, und so klar er zu denken vermochte, so klar dachte er, »Was habe ich euch getan? Warum seid ihr meine Feinde?« Habrecht gebot Stille und hielt eine Ansprache, in welcher er die Schuljugend auf eine merkwürdige Enttäuschung vorbereitete. »Ihr seid voll Vergnügen. Warum? Wieso? Tun euch die Prügel wohl, die ein anderer kriegt? Passt auf! Wehtun werden sie euch, jeder von euch.« Seine Stimme senkte sich zu einem geheimnisvollen Geflüster und er streckte den Zeigefinger langsam gegen das Auditorium aus. »Jeder!« Der da sitzt und vor Schadenfreude aus der Haut fahren möchte, wird bald vor Schmerz aus der Haut fahren mögen. Jeder, der herklotzt und zuschaut, wie ich meine Schläge austeile, wird sie mitspüren. Mitspüren, wiederholte er seine unheimliche Prophezeiung, bei der ihm selbst zu gruseln schien. Und jetzt gebt Acht, was der Herr Lehrer kann. Alle Kinder schauderten vor dem Wunder, das sich an ihnen vollziehen sollte. Nur noch von der Seite streiften zarte Blicke den gefürchteten Mann, dessen Erscheinung in ihrer Länge und Magerkeit etwas Gespenstisches hatte. Die Buben stierten zu Boden, die Mädchen verdeckten die Augen mit den Schürzen. Der Lehrer aber ging rasch ans Werk. Mit fabelhafter Geschwindigkeit wirbelte er die Fuchtel um den Kopf des Eloquenten und führte dann eine Anzahl Hiebe, die Pavel für die Einleitung zur eigentlichen Strafe hielt. Statt diese jedoch folgen zu lassen, sprach der Lehrer plötzlich, »Herrgott, da fällt mir jetzt die Brille herunter. Heb sie auf, für die Strafe bedanken kannst du dich nach der Stunde.« Pavel starrte mit stumpfsinnigem Staunen an. Er wartete noch auf die richtigen Wichse. Da hörte er, dass er sie schon habe, und erhielt Befehl, sich zu setzen. Auf den letzten Platz, in die letzte Bank. Der Lehrer zog das Taschentuch, wischte sich den Schweiß von der Stirn, nahm umständlich eine Prise und begann den Unterricht. Arnost, der so rot war wie ein Krebs, flüsterte seinem Nachbar zu. »Hast geschaut? Ein bissel«, antwortete er. »Spürst was? Ich spür's im Buckel. Mich brennt's am Ohr.«
ein neugieriges kleines Ding von einem Mädchen, das zufällig mit einem Auge an einen Riss in der Schürze geraten war und ihn zum Auslugen benutzt hatte, gestand einigen Gefährtinnen, dass es meine, auf lauter Erbsen zu sitzen. Nach beendigter Lehrstunde wollte Pavel sich mit den anderen davonmachen, aber der Schulmeister hielt ihn zurück, betrachtete ihn lange mit stechenden Blicken und fragte ihn endlich, ob er sich schäme. Pavel antwortete leise, nein. Nein? Wieso nein? Hast aller Scham den Kopf abgebissen? Der Bursche verfiel wieder in das hartnäckige Schweigen, das der Lehrer an dem armseligsten und seltensten Besucher seiner Schule kannte. Bisher hatte er ihn laufen lassen, heute jedoch, als er ihn strafen sollte für eine unbekannte Schuld, Mitleid mit ihm gefühlt. Um diese Regung tat es ihm nun leid und er fuhr giftig fort, aufgewachsen in Schande, ja wirklich schon aufgewachsen, bald 14 Jahre, an die Schande gewöhnt, weiß nicht einmal mehr, wie sie tut. Nun sprach Pavel, weiß schon, und den Mund des Kindes verzerrte ein alternder Zug verbissener Bitterkeit. Er hatte nicht verstanden, was der Herr Lehrer früher gewollt mit seinen Schlägen, die beinahe nicht wehtaten. Dass er ihm jetzt den Jammer seines Lebens vorwarf, verstand er wohl. »Weiß schon«, wiederholte er in einem Tone, durch dessen erzwungene Keckheit unbewusster Schmerz einer tiefen Enttäuschung drang. Der Lehrer betrachtete ihn aufmerksam. Er war das verkörperte Elend, der Bub, nicht durch die Schuld der Natur. Sie hatte es gut mit ihm gemeint und ihn kräftig und gesund angelegt. Das zeigte die breite Brust, das zeigten die roten Lippen, die starken, gelblich schimmernden Zähne. Aber die wohlwollenden Absichten der Natur waren zu Schande gemacht worden durch harte Arbeit, schlechte Nahrung, durch Verwahrlosung jeder Art. Wie der Junge dastand mit dem wilden braunen Haargestrüpp, das den stets gesenkten Kopf unverhältnismäßig groß erscheinen ließ, mit den eingefallenen Wangen, den vortretenden Backenknochen, die magere, derbe Gestalt von einem mit Löchern besäten Rock aus grünem Sommerstoff umhangen, die Füße mit Fetzen umwickelt, bot er einen Anblick, abstoßend und furchtbar traurig zugleich, weil das Bewusstsein seines kläglichen Zustandes ihm nicht ganz verloren gegangen schien. Lange schwieg der Lehrer, und auch Pavel schwieg, aber immer verdrossener ließ er die Unterlippe hängen und begann verstohlen nach der Tür zu sehen, wie einer, der eine Gelegenheit zu entwischen wahrzunehmen sucht. Da sprach der Lehrer endlich, sei nicht so dumm. Wenn du aus der Schule draußen bist, sollst du denken, wie kann ich hinein? Und nicht, wenn du drin bist, wie kann ich hinaus? Pavel stutzte. Das war nun wieder ganz unerklärlich und stimmte mit der weiter verbreiteten Meinung überein, der Schulmeister vermöge die Gedanken der Menschen zu erraten. Geh jetzt, fuhr jener fort, und komm morgen wieder, und übermorgen auch. Und wenn du 8 Tage nacheinander kommst, kriegst du von mir ein paar ordentliche Stiefel. Stiefel? Wie die Kinder der Bauern haben? Ordentliche Stiefel mit hohen Schäften? Unaufhörlich während des Heimwegs sprach Pavel die Worte. Ordentliche Stiefel vor sich hin. Sie klangen märchenhaft. Er vergaß darüber, dass er sich vorgenommen hatte, den Arnus zu prügeln. Er stand am nächsten Morgen vor der Tür der Schule, bevor sie noch geöffnet war. Und während der Stunde plagte er sich mit heißem Eifer und verachtete die Mühe, die das Lernen machte. Er verachtete auch die drastischen Ermahnungen Virgils und seines Weibes, die ihn zwingen wollten, statt zum Vergnügen in die Schule, zur Arbeit in die Fabrik zu gehen. Freilich musste dies im Geheimen geschehen. Zu offenen Gewaltmaßregeln zu greifen, um den Buben im Winter vom Schulbesuch abzuhalten, wagten sie nicht. Das hätte gar zu auffällig gegen die seinetwegen mit der Gemeinde getroffene Übereinkunft verstoßen. 7 Tage vergingen und am Nachmittag des letzten kam Pavel nach Hause gerannt, in jeder Hand einen neuen Stiefel. Winska war alleine, als er anlangte. Sie beobachtete ihn, wie er das blanke Paar in den Winkel am Herd, sich selbst aber in einiger Entfernung davon aufstellte und in stille Bewunderung versank. Freude vermochten seine vergrämten Züge nicht auszudrücken, aber belebter als sonst erschienen sie und es malte sich in ihnen ein plumpes Behagen. Einmal trat er näher, hob einen der Stiefel in die Höhe, rieb ihn mit dem Ärmel, küsste ihn und stellte ihn wieder an seinen Platz. Aus der Stube erscholl ein Gelächter. Winska trat auf die Schwelle, lehnte sich mit der Schulter an den Türpfosten, eine Tür gab es zwischen der Stube und dem Eingang nicht, und fragte, »Wo hast du die Stiefel gestohlen, du Spitzbub?« Er sah sich nicht einmal nach ihr um, von Antworten war gar keine Rede. Winska jedoch wiederholte ihre Frage so oft, bis er sie anbellte, »Gestohlen! Ja, just gestohlen!« »Du Esel«, murmelte sie, »siehst du, jetzt sagst du's selbst.« Der Blick ihrer begehrlichen grauen Augen wanderte abwechselnd von den Stiefeln zu den eigenen nackten, hübsch geformten Füßen. Pavel hatte sich auf die Erde gekauert neben sein neues, köstliches Eigentum. Es war ihm, als müsse er es beschützen gegen eine nahende Gefahr, und er machte sich gefasst, ihr zu begegnen. Winska neigte den Kopf auf die Seite, lächelte den Burschen, der drohend zu ihr emporsah, plötzlich an und sprach mit einschmeichelnder Stimme, »Geh, sag mir, wo hast sie?« Er wusste nicht, wie ihm geschah. In dem Ton hatte er die Winska vor kurzem zum Peter sprechen hören, der ihr Liebhaber war. Heiße Wellen wogten noch in seiner Brust. Er verschlang seine reizende Hausgenossin mit den Augen und meinte, was ihn da mit ungeheurer Macht angepackt hatte, sei die Lust, auf sie loszustürzen und sie durchzuprügeln.
Da berührte er sich nicht, öffnete nur ganz willenlos die Lippen und sprach, »Der Herr Lehrer hat sie mir gegeben.« Winske begann leise zu kichern. »Oh je, der? Wenn du sie von dem hast, dann hast du nichts.« »Was nichts?« »Nun, nichts. Wenn du morgen aufwachst, sind die Stiefel weg.« »Weg? Warum nicht gar?« »Ja, ja, was der Lehrer schenkt, hält sich nicht über Nacht. Du weißt ja, dass er ein Hexenmeister ist.« Pavel geriet in Eifer. »Ich weiß, dass er kein Hexenmeister ist.« Das Mädchen warf verächtlich die Lippe auf. »Du Dummrian, er war 3 Tage tot und im Sarge, war er nicht? Und weiß nicht jedes Kind, dass er einer, der 3 Tage tot gewesen ist, in die Vorhölle hineingeschaut und dem Teufel eine Menge abgelernt hat?« Pavel starrte sie sprachlos an. Ihm begann zu gruseln. Sie gähnte, drückte die Wange an die emporgezogene Schulter und sagte nach einem Weilchen so nachlässig, als ob sie eine ihr langweilig gewordene, 100-mal erzählte Geschichte wiederholte. »Der alten blinden Masker, die im vorigen Jahr bei uns gestorben ist, hat er auch ein paar Schuhe geschenkt. Sie hat sie am Abend vors Bett gestellt und wie sie am Morgen hineinfahren will, tritt sie statt in die Schuhe auf eine Kröte, so groß wie eine Schüssel.« Pavel schrie auf. »Das ist nicht wahr!« Heiß und kalt wurde ihm vor Zorn und Angst, und plötzlich schossen Tränen ihm in die Augen. Winske streifte ihn mit einem Blick voll Geringschätzung und kehrte in die Stube zurück. An dem Abend suchte Pavel, sich des Schlafes zu erwehren. Er wollte seinen Schatz bewachen. Er betete auch ein Vaterunser nach dem anderen, um die bösen Geister zu bannen. Trotzdem sank er endlich doch in Schlummer, und als er am nächsten Morgen erwachte, hatte Winskers Prophezeiung sich erfüllt. Die Stiefel waren verschwunden. Ende von Kapitel 3.